ja. Sicherheitskamera. Ballern. Was zu essen oder so? Oh, ein Verbandskasten. Oh, schön. Schön, 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 schön. Alarm-Expert 2. Werden Ihre Hex immer noch von Alarm unterbrochen, dann brauchen Sie noch heute Alarm-Expert 2. Ein Tonikum von Hacksmack. Hacksmart. Ihr wisst, was ich meine. So, so. Benutze den Stimmverzerrer. Das hätten wir. Jetzt brauchst du noch zwei Dinge. Oh Gott. Den Anzug und die Pheromone aus den anderen Labors. Worauf wartest du? Brauchst du eine schriftliche Einladung? Oh ja, Tannenbaum, bleib mal ruhig. Meine Güte. Bleib mal ruhig. Ich wollte nur ein bisschen gewälter. Ich bin kein Schlimmerfinger. Nee, absolut nicht. Was? Aber ich kling doch schon wie ein Big Daddy und ich riech auch schon so. Warum magst du mich nicht? Und ein Verbandskasten. Nice. So, meine Kleine, dich werde ich erstmal retten. Oh doch, das werde ich. So. Mal so ein Gathering Garden finde, dann ja. Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Nur noch ein großes kaltes. Warte, ja. Oh, bitte gib mir Munition. Geld ist zwar schön, aber. Weiß? Fontaine ist tot. Hm. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchong. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden. Fontaine verschwunden. Und Souchong weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchong. Hängt er sicher auch überall Big Daddy an dir dran? Ja. Also inzwischen müsste ich wie ein Big Daddy riechen. Was? Ausgetrickst! Oh. Das ist so ein Gatherings Garden, das finde ich ganz gut. Oh, weißt du, was ein Traum wäre? Munition wäre ein Traum. Oh, schön, guck mal. Munition und Verbandskästen. Ein Träumchen. So, dann gehen wir mal nach oben. Dann bräuchte ich. Dann gehe ich nach rechts. Rechts, 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 rechts. Anna nach rechts. Da
Dann hab ich noch irgendwo ein. Ich nicht. Shit. Oh, und nein, nicht so. So und. Boah, Gott, war das knapp. So. Erde. Produktiver Erfinder? Oh. Das Erfinden von dem Becken ist jetzt nützlich, rohstoffarm, kein wertloser Ramsch. Ja, schön. Aber nicht das, was ich brauche. Scheiße. Den Upgrade. Slotkörper Gesundheitsupgrade finde ich gut. Upgrade nehme ich auch mit. Zwei Alarmplatten weniger bei mir. Ich. Ah ja, das. Ah, muss ich aber da ausrüsten. Ach, hör doch auf. Tempo-Hacker 2. Damit, Alter, ich habe so viel Adam, ne? Insektenschwarm. Das war eigentlich ziemlich... Na, warte mal, was waren das andere? Das war irgendwas mit Eisen, ne? Kann ich das hier auch kaufen? Das war eigentlich ganz nice. Der ultimative Kältegriff hält länger als alle anderen. Jo, das war's. Winterblast 3. Der war eigentlich ziemlich nice. Und dafür, was hau ich denn dafür weg? Da heißt Big Daddy. Ich. Die Crew, die Bullseye, hau ich mal dafür weg. Son. Schaden beseitigt. Ich aber auch wieder ausrüsten, ne? Ja, muss ich zwar ausrüsten, aber hat eh noch einen frei, das ist maximal einer Kategorie erreicht. Okay, cool. Die eigentlich auch aufkaufen, alles. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Nice. Oh ja. Könnt noch Körpertonikums kaufen. Da hier noch welche? Metal Verbandskästen verleihen viel mehr Gesundheit. Nehme ich. Schade. Das Miet verbrauchen weniger I. Das doch. Habe ich immer noch Zeug. Was hier noch? Also einen Techniker können wir noch machen. Oder? Decken? Ton abfackeln? Alarmexperte? Nö. Wenn ich noch so ein Ding drauf. Wo ist es denn? Jo, das will ich. Das ist nice. Oh, der hat Verbandskasten. Herrlich. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und führe die Little Sisters. Maschinengewehr, nice. Helfen Sie mir bei der Suche nach dem Patienten. Schrot finde ich sehr schön. Kartoffelchips auch immer gut.
Kandidateninduktion. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden, außer Schmerz. Ja, da, ich finde einen Big Daddy Helm. Und der Hackers Delight-Reihe wird aus jedem Hacker einen gesunden Hacker machen. Ein. Guck mal hier. Okay. So, also Helm haben wir schon, jetzt brauche ich nur noch den Anzug. Find's ja gut, dass ich hier jetzt noch so gut sehe. Der Big Daddy-Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass das auch brauchen wirst. Ich wollte niemanden verletzen. Ja. Wir warten auf dir noch einen richtigen Big Daddy, mein Lieber. Jetzt fehlen nur noch die Pheromone. Die findest du in der Little Wonders Educational Facility. Ah. Hallo, ich bin auch ein Big Daddy. Hast du mir mein Baby weggenommen? Dann Gnade dir Gott. Feuer, 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 Zorn, Feuer. Das ist. Hast du Hunger? Okay. Bist du das? Oh! Was? Lauf nicht weg! Nicht so aggressiv, junge Frau. Dieser Hurensohn. Okay. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Ich möchte die Eve-Spritze haben. Nein. Diese schöne Lache wieder. Oh, ein Verbandskasten. Nice. Ich freue mich gerade super über Verbandskästen. Am Anfang des Spiels habe ich noch welche liegen lassen. Also, denn jetzt freue ich mich voll. Irgendwas mit MP? Finde ich nicht. Da, da. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da ist nur was, was wir nicht gesehen haben. Hier? Warte, warte.
dir. Elende Stiefel. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Von ein bisschen Autohacker. Ja, brauche ich. Mehr Panzer breche ich nicht mehr mit. Explosivschrot. Ja, können wir auch mal machen. Ja. Das. Du Hacker. Jetzt mal, was in diesem alten Safe hier drin ist. Hatte sogar noch einen Auto-Hacker. Ja, Antiperson, das kriegen wir auch mal ganz gut. Jetzt haben wir das hier. Jo, jetzt haben wir abgegrast. Ich muss jetzt darüber. Hier richtig? So aus. Müsste die Treppe nehme ich dahin? Soll ich hier hin? Bis auf die Wendisten. Hast du noch was Schönes? Gut. Du hast mich besoffen. Das finde ich gut. Oder auch nicht. Der besoffene Papa. Sollen jetzt nicht da rein und freie Warte aus. Guck mal hier. Guck mal. Ist da überhaupt hin? Ja, es tut mir leid. Ich wollte kein Big Daddy sein. Richtig?